Kann man rauspulen. Wir müssen hier, glaube ich, sogar doppelt machen. Das sieht, glaube ich, tatsächlich sogar besser aus, Mensch. Nein! Ja. Jump Action mit Blazy! Nein! Jetzt müssen wir jetzt muss ich nur suchen, wo ihr die Kohle reingepackt habt. Alter, hier ist ja alles irgendwo gelandet. Edelsteinen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Die Zwischentrennwände würde ich doppelt machen an der Stelle. Ich muss mal eben kurz neue. Aber ich hab mich einmal vertan. Eine Runde. Eine Runde vertun. Oh. Oh, falsche Cover. Hui. Okay. Kann mal gleich einer mit so einem Western-Ferrari herkommen und testen, wie gut man auch noch Glas-Half-Slaps dann. Ihr müsst ja auch irgendwie zumachbar machen, ne? So sind ja immer. Ja, klar, da kommen Kartoffeln. Wir kommen rein, gleich mit neuen. Also erstmal kommt in die Ecke hier wahrscheinlich noch ein Zaunpfahl, wo wir die anbinden können oder so. Ja, hier hast du jetzt doppelt gemacht. Hier in die Ecke wird nichts mehr gehen. Also. Oh, schön. Ja, dann meinetwegen hier auch als Fenster. Wir müssen ja eh die Fenster noch zumachen. Wieso müssen wir zumachen? Halt, da können wir ganz schwarzes. Das ist genau. Ich hatte ein ganz schwarzes Mal gefunden. Ich würde da vielleicht da so was Zaunmäßiges reinmachen. Irgendwie so Gitter, keine Ahnung. Ja, ich überlege gerade, weil wenn wir was... Brown. Also Zäune gehen nicht rein, das ist doof. Nee, dann muss ich schon das nehmen. Da sind nicht die mit der blonden Mähne. Oh, da ist Lava, da sollte ich nicht reinspringen. Oh ja, auf die mit der blonden Mähne stehe ich auch am meisten, muss ich sagen. Da sind die mit der blonden Mähne. Whee! Mal gucken, ob Carpenter's Gates reinpassen. Das wäre natürlich Knorke. Oh, ich schläge da rum. So rum auf jeden Fall. Traum. Aber Carpenter's Gates sind doch nur ein Bock breit und nicht zwei. Oh, da hinten geht's ja noch weiter. Ja, klar. Sind hier viele Pferde. Hier sind sogar hellbraune. Ich will nur gerade gucken, ob man die irgendwie so dran machen kann, dass die aussehen, also, ne? Ja. Als sollen sie da reingehören. Als wäre es dafür gemacht. Eine Herde voller Pferde. Also man kann, die haben irgendwie viele Designs und so, aber keins von denen passt genau an diese Grenze vom Block. Alternative Möglichkeit natürlich, Carpenter's Garage Store oder wie das hieß. Ich weiß, welches Pferd ich hole. Die sind natürlich extrem lustig, aber verhalten sich doch doof mit dem nach oben klappen und dann kommt man ja zwei hoch nicht mehr raus. Du weißt, was ich meine. Ich überlege mal gerade, ob man die hier nicht irgendwo dran machen könnte. Ja, weil dann müsstest du einen größeren, dann müsstest du einen Bogen bauen. Dann müsstest du nämlich drei hoch sein. Ja, warte doch mal. Boah, das wenig Leben, nee, das nehme ich nicht. Wir können ja erstmal testen, ob es funktioniert und dann gucken, überlegen wir uns. Ja, so schon mal auf jeden Fall nicht. Aber das kannst du nicht machen, so. Das funktioniert nicht, dann kommst du nämlich nicht mehr durch. Ja, aber die können ja beliebig hoch sein dann. Ja. Ja, aber es passt auf jeden Fall und Ui! Weil das wäre, glaube ich, eine hübsche Möglichkeit, glaube ich. Und wenn du das von hier machst, auf den Block, da draußen, dass die quasi. Also das hier hat zwar nicht so viel Leben, aber ist total schnell. Ja, drei hoch auf jeden Fall, machen wir noch einen Bogen aus diesen Dingern hier rüber. Aus den, dann ab nach Hause. Ja. Der Hollow-Ding. Strips einfach. Nee, Strips. Boah, die sind auch so schön. Muss schnell weg, sonst sammle ich Pferde. Sprucen. Pferde, ist eine neue Sammlung auf, Voice. Ja, sehr schön. Oh, was ein Traum ist das. Ist das schön. Guck mal, wir können das auch ganz nach vorne machen. Hast du von dem Holz welches? Dann zeige ich dir, wie ich das mit dem Bogen dachte. Ja. Durcheinander hier. Boah, dieses Pferd rennt. Was nehmen wir denn da für ein Design am besten? Da gibt's ja tausende wieder. Hm. Glas? Ein Glas. Boah, ja, Laufpark. Ein bisschen unpassend hier ist ein Dorf. Für Laufpark. Für uns, oder? Ja, ein bisschen. Ich glaube, das hatten wir schon mal geplündert, oder ich? Metall ist auch ein bisschen unpassend. Glas, finde ich, wie wär's mit dem hier? Da ist oben Glas. Naja, das macht auch keinen Sinn. Da kann ja kein Schwein durchgucken. Vielleicht Michael Jordan, machen wir das hier. Das hat so. Was ist, wenn ich jetzt den Block hier oben wegreiße? Ui. Probier's aus. Oh. Fuck! Ja. Mach mal da oben. War absehbar. Ist aber, dran. Ist aber. Ne, ist kein Problem. Sekunde. Ah, da bist du. Bin gerade schon am Arbeiten. Okay. Ey, dieses Pferd, ne? Ich hab dich dreimal überholt. Ja, meins ist halt schon älter. Ist halt ein Rentner. Kannst du es da anbringen? Oder nee, das hier ist wirklich. Genau, ich wollte gerade sagen, mach das mal oben hin, dann kann man nämlich von unten. Von außen rum. Ja, zur Brücke. Oh nein, ich kann das nicht an Microblocks platzieren. Doch, Sekunde, warte mal. Ich glaube, du kannst es nur nicht platzieren, weil es innen ist. Das heißt, wir müssen es hier quasi so machen. Alter.
Egal, wo ich es versuche zu platzieren, hier geht's nicht. Hier nimm mal eins. Mich verarschen? Vielleicht kriegst du es hin. Vielleicht? Was los? Ich kann meine Säge nicht mehr ins Crafting-Feld reinziehen. Da, vielleicht ist die Säge schon kaputt und die Säge weiß jetzt, es noch gar wieder. Nicht. Die ist, immer ist aber die richtige Höhe, oder? Voll verbuggt, ey. Ja, ist eigentlich die richtige Höhe, aber wir kommen nicht dran. Ach, puh, ey. Aber ich will da keinen ganzen Block dran machen, das ist ja öde. Ja, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Dann lieber so Gates. Was wäre mit ganz normal hier, kann man Microblocks mit Pistons bewegen? Weil so, dann könnten ich bin wir mit dem Ferrari hier. Microblocks hoch und runter fahren lassen. Ja, aber doppelt? Ja, sind zwei Pistons nebeneinander, ne? Aber ist auch irgendwie dumm. Nein, das meine ich nicht. Eins hoch reicht ja nicht. Hallo. Es muss ja zwei hoch sein, leider. Ja, dann musst du einen Doppel-Extender bauen. Das ist ja auch nicht das Problem. Ja, Theoretisch Triple. Das Blöde ist halt, wenn das runtergefahren ist, dann kann man theoretisch hier reinfallen, weil du ja neben den Mikroblock passt. Ja. Das ist alles Kacke hier. Alles Mist. Was macht ihr denn da überhaupt? Ja, wir versuchen hier Türen einzubauen für die Viecher, ohne unseren wunderschönen Stall hier wieder abreißen zu müssen. Einmal anleihen, bitte. Vor allem ist unter dem Stall ein halber Block Platz, das ist auch wieder ein Problem, ne? Wie, unter dem was? Unter dem Fußboden hier. Das heißt, auch wenn du mit Pisten arbeitest, kannst du die von außen sehen. Schade, dass man die Voice nicht anleihen kann. Ja, gut. Geht nicht? Tut mir leid. Geht nicht. Du musst jetzt mal auch eine Table-Dance-Stange bauen, sonst geht das sowieso nicht. Moment. Aber nicht im Saloon, wir könnten, so geht das wir nicht. Wir könnten natürlich das Ganze begrenzen und oben einfach eine Decke rüberziehen, so eine Art Zwischendecke. Reichen denn Half-Slaps? Kannst du es unten an Half-Slaps festmachen? Probier mal einen Half-Slap aus. Macht aber eigentlich auch keinen Sinn, da eine Decke dran zu machen, weil ich meine, dann haben wir hier Häuser in einem Haus und oben drüber ist ja nochmal dann eine, ich meine, wir haben ja eine Zwischendecke, ne? Wir könnten am höchstens die Zwischendecke durchziehen quasi. Dann wäre es eine Zwischendecke für eine Zwischendecke. Nee. Die sind aber auf der richtigen. Warte, die sind am richtigen Block, oder? Ja. Wieso kann ich die nur an Ganzblöcken platzieren? Das ist ja kacke. Kaka. You spin me right round, baby, right round. Mein Pferd hat sich gerade gedreht, es tut mir leid. Aber ein ganzer Block darüber ist auch wieder blöd. Also, ja. Garage Door Idee weg. Wir könnten höchstens. Leute, wir sollten schlafen gehen, oder? Aussehen, dass wir das so machen, wir. Das, was ich meine. Ja, ja. Da dann die Garage Doors dran. Ist besetzt! Aber ob das gut aussieht, hier an der Seite, das. Warte mal, warte, doch, ich hab. Warte. Wenn wir jetzt an der Seite quasi. So machen. Nee, das geht nicht. Ah, mein Inventar spinnt immer. Und jetzt nehmen wir anstatt diesen Holzblöcken. Könnte man. Eventuell hier das, immer diese Belästigung was, in dem Gästezimmer. Was nehmen? Droh nehmen. Das kannst du noch drüber machen. Hast du mal gemacht? Ja, so die wollen scheinbar eh nicht schlafen da. Nee, ich glaube auch du nicht. Du kannst. Die ignorieren uns. Wir kommen gleich. Eine Sekunde. Oh. Ich krieg mal ins Bett jetzt. Ich liege. Ja, ist ja gut. Wir kommen ja schon. Die Betten stehen im Saloon. What? Wieso? What? Wieso stehen hier keine Fackeln? Das ist natürlich das größere Problem. Scheiß auf Fackeln. Machen wir hier Übernachtungsparty im Saloon oder was? Ja, Zeltlager. Epic! Jesus. Okay, Aufstehen! Boah, sind hier viele Tiere, ey. Guten Morgen! Okay, Das ist ja schon wieder viel Scheiß hier, ey. Gut, erzähl, alles gut, ist ja alles toll hier. Alles super. Kannst du Sprucewood Dings holen? Fackeln auf einmal. Spruce-Wood-Locks habe ich da natürlich. Köstlichen Kürbis. Weil da macht die doch auch rein. Gib die mal her, meine ich. Das ist kein Spruce-Wood. Ich brauch Spruce-Wood. Das ist kein Spruce-Wood, was da, oder? Nee, das müsste Oakwood sein. Oh, dann gib mir Oakwood. Ich habe nur noch Oakwood-Cover. Ich glaube nicht, dass du die benutzt. Nein, nee, warte, ich habe hier Oakwood. Vielleicht noch ein paar mehr. So. Oh. Oh, ist ja ein Traum. Naja, sieht okay aus, wa? Das ist ein Traum. Kann noch mal einer gucken, ob er seinen Kacke-Ferrari hier drin parken kann? Ich hab keinen Ferrari. Ich hätte gerne einen, aber ich hab nur keinen. Hier, kannst du noch so einen Strip, wie du hier hast, an den Ecken platzieren hier? Strip. Ja, ich wollte die eigentlich jetzt noch abstützen. Let quasi. Me see. Ja, genau, das meine ich. Nee, bitte nicht. Nicht? Da kommt ein Voice, aber ohne einen Kacke-Ferrari. Ich hätte jetzt gerne Voice-Strippen gesehen.
Ich weiß nicht, wie Voice was? Aussieht. Also in Minecraft hat sie zumindest nichts an. Just saying. Das ist so witzig dran. Bruce Wood. So. Ich gehe mal die Tiere füttern. Das da sieht wieder aus. Oh, Sebi. Ja. Wir haben noch ein Problem. Das ja, das ist kein Problem, das können wir noch ändern. Okay. Wir haben noch ein Problem, das ist kein Problem. Ah ja, okay. Ja, ich wollte nur auf die Ritze aufmerksam machen, anscheinend ist das kein Problem. Nein, es ist keins. Oh Mann. Ne, wieso geht das nächste nicht? Guck mal so. Das haben wir da auch gemacht, oder nicht? Oh ja, das ist traumhaft, Alter. Traum. It's a Traum. It's a Traube. It's a Traube. Quatsch, Traum, Matsch. Wieso geht das denn nicht? Alle nass, super. Genau. Alter, weißt du, wie lange ich schon nach diesem Spiel suche? Wieso kann ich jetzt einzige, hier die Amazon halben Stütze gefunden hab, irgendwie draufsetzen? 200 Euro oder so. Hä? So. Wieso geht das denn nicht? Was denn? Das zweifel mal nicht, bleib ruhig und atme durch. Locker durch die Hose. Sorry, Hose. Ich kann die Steine nicht da draufsetzen. Wo drauf? Guck. Hier, davor. Kann ich keinen hinsetzen. Daneben geht. Aber hier vorne auf diese... Pinne nicht. Welche Pinne? So sind das dieselben, die du hier auch benutzt hast? Ja, vielleicht sind das normale Slabs oder sind das gesägte Slabs? Das sind normale Slabs. Dann mach mal gesägte. Ich wette, daran liegt's. Weil Microblocks und Microblocks verstehen sich besser als Microblocks und normale. Ja, wie mach ich denn aus? Ja, da muss ich hier den normalen Block einfach einmal in der Mitte durchsägen. Ja, aber ich kann auch so diese normalen. Ja, dann kann ich hier mal den anderen jetzt wegschmeißen, meine normalen Slabs, ja? Die, kannst du die wieder zusammencraften? Nee, wie denn? Doch, weiß ich nicht. Doch. So. Zersägte Blöcke kannst du eigentlich wieder zusammen. Nein, ja, nicht ja zersägt, der normale. Ja, jetzt nicht mal zersägt statt gecraftet. Ach, verdammt, ey. Komm genau zum richtigen Moment. Pöp, pöp. Ja, das geht dann. Lustig. Wenigstens ist damit das Problem beseitigt. Kommt. Das stimmt. Futter. Rohholz. Hatten wir nicht auch irgendwo mal Öfen oder so? Ja, ich bin jetzt vom, gegenüber vom Holzhaus vom von Scheune. Scheune? Da. Ja, das ist das große Scheune. Holzhaus von Scheune. Habe ich da hingestellt, ja. Quasi umgezogen. So. Tiere sind versorgt, alles ist glücklich. Alles ist glücklich. Mhm. Auch jede Zelle deines Everything Körpers. Everything is happy. Und dann, wie ging das jede noch, Zelle meines Körpers. Nee, wie war everything das von oh Gott. Awesome. Ach, everything is awesome. Hey, everything is cool baby. When you're part of a team. Everything ja, is awesome. Ja, wie geil ist das denn? Da, 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 da. Wir machen da so random ein paar, oder? Ja, finde ich sehr gut. Awesome. Alter, awesome. Tine everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome. Oh, ich liebe den Film. Den fand ich total toll. Nur die Kinder, die im Kino waren und überall rumsprangen und die Eltern haben es nicht. Du hast meinen Spruce gefressen, du hast meinen Spruce gefressen. Egal, ich meine, du kannst auch bauen, aber du hast meinen Spruce gefressen. Ja, aber ganz ehrlich, Kinder, die auf den Dingens randalieren, finde ich jetzt nicht so geil. Die auf was randalieren? Oh Gott, ich kann nicht ins Kino gehen. Wenn es nicht Kinder sind, sind es Jugendliche. Wenn es keine Jugendlichen sind, sind es Eltern, die empört, keine Ahnung, zucken oder so. Am besten finde ich da immer noch, jetzt, pass auf, jetzt musst du gucken, jetzt. Guck! Oh, guck! Ich flipp so aus, wenn Leute das machen, ne? Deswegen gehe ich schon seit Jahren einfach nicht ich mehr ins Kino. Ich gehe oft ins Kino. Das war das allererste Mal, dass das wirklich so extrem war, wo ich gedacht habe, so. Vor allem das, was für mich so richtig schlimm war, war einfach, dass einige Eltern ihre Kinder ins Kino gesetzt haben und weggegangen sind. Mit den Kindern hätte sonst was passieren können. Auch vor allem, so wenn sie nicht die Klappe halten, dann passiert aber echt sonst was. Das ist der Punkt, das ist, glaube ich, die Hoffnung einiger Eltern. Kind im Kino abgegeben, ja. Ja, vor allem, das Schlimme war ja, dass noch nicht mal die wirklich so die Radaumacher waren. Die Radaumacher waren dann die Eltern dabei hatten, also. Hm. Die anderen sind friedlich. Ich habe keinen, der sie beschützt, also. Geh ruhig. Ah, du meinst, das ist die pure Angst, ja? Die da dann... Funktioniert. Ja, die pure Angst, die funktioniert. Die Angst. Glaube mir, ich als Eltern. Ich als Eltern.